Servus aus dem Zillertal, Tag 7. Und wenn ihr es vielleicht im Hintergrund hört, ziemlich viel Feuerwehr und Polizei unterwegs. Ordentlich Alarm. Es hat gebrannt hier. Ne? Paar Meter weiter, ja. Gute Nachricht, sowohl die Werder-Profis als auch die Fans, alle nicht in Gefahr, aber es war nicht allzu weit weg, reichlich Feuerwehr hier im Ort. Und wir hoffen mal, dass da jetzt auch keiner groß in Gefahr war. Das wollen wir hoffen, genau. Kommen wir zum Sportlichen. Da war es morgens, gab es auch viel Alarm. Ja, ganz schön viel Alarm, echt. Boah, mussten die schwitzen, die Profis, ne? Also da war ordentlich Feuer drin und noch so extra Läufe und hast du nicht gesehen. Ne? Ja genau, es wurde erst gelaufen und dann sah es relativ spielerisch aus, aber wenn man ganz genau hingesehen hat, das war zwar so eine kleine Competition, so ein Wettbewerb zwischen den Teams und die waren auch richtig angestachelt. Man hat richtig gesehen, ja, so Leo Bittencourt, in dessen Team lief es nicht so gut, da war der ein bisschen maulig und hat sich mit Assistent Patrick Kohlmann angelegt, weil der nicht so gut gepfiffen hat. Aber dieser Wettbewerb, der dauerte so lang, dass dann irgendwann die Kräfte ausgingen und am Ende gab es einen Sieger und so richtig freuen konnte sich, glaube ich, keiner mehr, weil die alle so kaputt waren. Vor allem, weil anschließend nochmal schön hier rumgedreht werden mussten. Das auch noch, genau. Ich kann mich noch daran erinnern, dass, ich glaube, es war Grosso, Hälfte haben wir geschafft. Da sahen die alle nicht mehr gut aus. Na gut, am Nachmittag kamen sie dann auch alle wieder. Dann war sogar auch Rappo wieder mit dabei, der hat da morgen ein bisschen aussetzen müssen. Zusammen. Hatte eine dicke Kniebandage. Genau. Aber scheint nichts Schlimmeres zu sein, zumindest am Nachmittag war er wieder ganz normal mit dabei. Zwischendurch war bei uns Miloš Veljković vor der Kamera und bei den Kollegen und hat ein bisschen erzählt, warum er bei Werder geblieben ist. Und ob er vielleicht Kapitän werden will. Wir haben ihn gefragt, könntest du dir vorstellen, Kapitän zu werden? Und das ist seine Antwort. Klar. Ja, also wie gesagt, am Schluss entscheidet die Mannschaft, der Trainer. Ich glaube, auf dem Platz übernehme ich Verantwortung. Und wir haben noch einige andere Kandidaten, die Verantwortung übernehmen. Je mehr, desto besser. Und wenn ich da noch mehr Verantwortung übernehmen kann, soll, dann mache ich das auch. Apropos Miloš Veljković, er kam zum Pressetermin. Natürlich. Natürlich in Badeschlappen. Genau. Und da war doch was. Ja, er ist ja mit Badeschlappen auch auf der Radtour gewesen, der Mannschaftsfahrradtour. Ich weiß gar nicht mehr, an welchem Tag die war, keine Ahnung. Ich glaube, es war vorgestern, aber ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher. Und es soll ja beim Trainer angekommen sein und es soll ja meine Schuld gewesen sein. Es soll nicht nur, es ist beim Trainer angekommen, weil du ihm das gesagt hast. Jetzt bist du mir jetzt seit Tagen böse, weil ich dich als Petze bezeichnet habe. So ist es. Und ich muss das zurücknehmen. Du bist eine halbe Petze. Weil vorher hat das ja ein anderer weitergepetzt. Egal, Miloš Veljković war im Badelatschen. Auch da. Und wir haben ihn natürlich darauf angesprochen und ihm auch erzählt, dass Ole Werner das nicht so lustig fand. Und dann hat Miloš Veljković, so heißt der junge Mann, uns das erzählt. Weil ich Blasenarm bin und deswegen hat der Doc gesagt, dass ich biken soll mit Latschen. Das hat der Doc nicht empfohlen, aber er hat mir empfohlen, dass ich da weniger Schuhe tragen, sondern nach dem Training ein bisschen ohne Schuhe laufen soll. Deswegen, aber es war mein Fehler und das kommt nicht mehr vor. Deswegen sind wir heute mit dem Auto gekommen. Sag mal, hast du das auch gehört? Mhm. Was war das denn? Ja, wir können es nicht nochmal abspielen. Da rennen uns die Leute weg. Wenn man hier hört, dass Werder sich die Nachbarn nicht aussuchen durfte, dann dürfen wir uns hier anscheinend auch die Zuschauer, die hier vorbeilaufen, nicht aussuchen, oder wie war das? Nee, also vor allen Dingen, ich glaube, wenn er keine Badelatschen angehabt hätte, der Miloš Veljković, dann wäre er hinterhergerannt. Wir haben auch nochmal geguckt, wo der geblieben ist, der das gerufen hat da. Ja, aber also Miloš ist ja nun Nordderby erprobt, der hätte da sicherlich gewusst, wie man da das richtige Tackling ansetzt. Genau, also das hätte er auch gemacht. Gut, kommen wir wieder zum Ernst der Sache, wobei so ganz so viel Ernst war heute auch gar nicht. Da hat doch Niklas Füllkrug hat noch eine Rolle gespielt, ne? Muss man mal sagen, war ein Thema. Genau. Und zwar hatten wir schon gestern berichtet, dass es da ein bisschen hakt in den Vertragsverhandlungen mit Werder. Die Sportbilder hat nochmal nachgelegt, hat gesagt, es gibt sogar 4 Anfragen aus Spanien, Serbien, Bundesliga, andere Land habe ich vergessen. Und da haben wir natürlich heute mal ganz besonders hingeguckt, wie der Niklas Füllkrug so auf dem Platz war. Ja, weil in der Vormittagsrunde auch wie bei allen anderen, das lief irgendwie so. Genau, er hatte ein kleines Wehwehchen noch so zwischendurch und da hatte sich niemand um ihn gekümmert. Er hat anscheinend einen Schlag aufs Schienbein bekommen. Ja, jetzt machst du es aber, ich glaube, das tat schon weh. Ja, das glaube ich auch. Das kann ich mir auch gut vorstellen, aber er hat halt sehr lange gebraucht, auch um wieder hochzukommen. Es war auch anstrengend, Herr Kollege. Aber nach dem zweiten Training hat er noch für eine schöne Einlage gesorgt. Und ich glaube, die größere Sorge, die man haben muss, dass er vielleicht zum Zirkus geht. Schaut mal rein. Komplett normal.
üben und nachmachen und dann vor allen Dingen mal unten reinschreiben, was ihr denn glaubt. Wie geht's mit Füllkrug weiter? Was wünscht ihr euch, dass es eine ganz schöne Einigung gibt? Oder sagt ihr, oh nee, das Poker nervt und so? Würde mich mal eure Meinung interessieren. Absolut. Ja. In dem Zusammenhang auch schon mal ein ganz dickes Dankeschön für die vielen Kommentare, die ihr da lasst. Also wir lesen die wirklich gerne und wir lesen sie auch alle. Ja. Und wir freuen uns total drüber. Also deswegen macht gerne so weiter. Ist ein schöner Spaß für uns. Ja, vor allem das Lob ist immer gut. Das selbstverständlich. Also ihr könnt nicht immer nur, ne? Also egal. Gut, wir kommen noch zum ganz wichtigen Thema. Ole Werner Interview ist ja heute online gegangen. Genau, wir hatten es ja schon angekündigt, dass wir es geführt hatten. Und es waren, wie gesagt, einige spannende Aussagen mit dabei. Wir können es absolut empfehlen. Nein, wir können es wirklich empfehlen, der Trainer. Und es hat auch riesen Spaß gemacht, mit ihm zu sprechen, muss man wirklich sagen. Also es war nicht nur unterhaltsam, es war auch total interessant. Ja, er wirkt sehr fokussiert, aber dabei trotzdem lässig und locker. Also das ist eine ganz interessante Mischung, weil er könnte ja auch durchaus aufgeregt sein. Das ist das erste Mal Bundesliga für ihn. Er weiß noch nicht so ganz genau, was erwartet ihn da. Aber der Mann ist unheimlich fokussiert. Das sieht man auch auf dem Trainingsplatz sehr klar in seinen Ansprachen. Er hat ja auch bei uns im Interview gesagt, er merkt, wenn er das, oder er merkt, wenn seine Ansprachen nicht ankommen, das kriegt er sofort gespiegelt. Und aber so wie er redet, würde ich jetzt behaupten, da kommt eigentlich fast bei jedem Spieler genau an, was der von ihm möchte. Den Eindruck hat man wirklich hier, ne? Das wird wirklich klar gesprochen. Er sagt, das hat auch immer was ganz viel mit Respekt zu tun. Also hier werden Fehler deutlich angesprochen, alle Fehler werden sofort angesprochen, wenn sie denn gesehen werden. Und dann wird aber auch nicht rumgememmt und rumgezickt, sondern dann wird das so zur Kenntnis genommen. Es wird aber auch hier keiner bloßgestellt. Oder genau, so, ne? Zumal es ja auch in die andere Richtung gehen darf. Ole Werner hat deutlich gesagt, also wenn ich irgendwas falsch gemacht habe, ich breche mir da überhaupt keinen Zacken aus der Krone, das A zuzugeben und B, wenn ein Spieler auf mich zukommt und sagt, Coach, das war irgendwie nicht so ganz klar, können wir darüber reden, ist er der Letzte, der die Tür zumacht. Genau, und man hat auch den Eindruck, die Spieler haben trotz der ganzen Arbeit hier eine Menge Spaß auch. Absolut. Und da haben wir noch was, so einen Rausschmeißer und der ist wirklich lustig oder nett, schön. Es gab ein Battle zwischen Niklas Schmidt, Marvin Duksch und im Tor Mio Backhaus. Genau, und eins muss ich noch dazu sagen, zu Marvin Duksch. Der macht in den letzten 6 Tagen und in den ganzen Tagen, die wir hier sind, eher so einen missmutigen, verkrampften, nicht ganz glücklichen Eindruck. Mitunter, genau. Die Körpersprache ist manchmal etwas gewöhnungsbedürftig. Genau. Dann hat er heute einen Freistoß reingehauen nach dem Training. Der war allererste sein. Da hat er richtig gejubelt und da war der alte Duksch zu sehen. Und dann kam dieses Battle mit Niklas Schmidt. Wir wissen nicht, worum es ging. Aber es ging um was, genau. Ja. Und ja. So, wir werden noch mal herausfinden, um was es da ging. Ich bin mir jetzt... Oh, ob sie das verraten? Genau. Und dann hast du dich noch aufgeregt. Das müssen wir auch noch eben kurz sagen. Der Mio Backhaus, der im Tor gestanden hat. Richtig. Ja. Der junge Mann, der musste da quasi als Prügelknabe herhalten. Und das ist nicht das erste Mal gewesen. Der ist immer derjenige oder sehr, sehr häufig, der ja kurz vor Trainingsschluss sich noch die Bälle von den Profis um die Ohren schießen lassen muss. Und dann war er wirklich der allerletzte, der vom Platz kam. Und dann standen hier noch so 6 Aufsteller, Pappkameraden rum. Die hatte noch niemand weggeräumt.
musste Mio Backhaus also auch noch machen. Er hat es mit einem breiten Grinsen ertragen, aber so ist es halt. Das Los des Jüngsten. Ne? Ja, aber er läuft ja auch wirklich. Ich meine, der ist noch so jung. Der läuft hier wirklich mit einem breiten Grinsen rum. Das ist eine super Sache für ihn, dabei zu sein. Ganz tolles Erlebnis und ja, macht das auch gut. Die Hierarchie in einer Mannschaft, da muss jeder durch. Genau, deswegen räumst du das Tor jetzt gleich weg. Ich weiß auch gar nicht, warum das hier gestanden hat, aber... Und ich mache jetzt Feierabend. Tschüss, bis bald. Ciao.